Willkommen zurück zu Let's Play Elements Destiny Origins. Und ich habe den Weg hier zum Schalter gefunden. Und habe ihn auch gleich umgelegt. Man muss da irgendwie auch ganz merkwürdig durch. Also ich gehe jetzt nur nach unten. Man kann so mit den Angriffen so ein bisschen gucken, wo man ist. Dann irgendwie nach links. Dann ist man jetzt ungefähr hier. Weiß ich gerade gar nicht. Kann ich ein Stück nach oben? Ja, ich bin dann ein Stück nach oben, dann nach rechts. Weiter nach oben und dann wieder nach links. Ja, so schwer ist es gar nicht. Aber es geht. So. Das heißt jetzt aber auch... Ach ja, genau, oben das Ding müssen wir noch machen. So, ein Licht brennt da noch nicht. Ich will aber kurz was gucken. Kann sein, dass wir hier irgendwas übersehen haben. Aha. Hier ist nämlich noch was. Ah ja. So kommen wir nämlich auch zu dem hier. Sehr schön. Das Ding gefunden habe, war auch eher Zufall. Aber okay. Irgendwie mussten wir noch da hinkommen. Ich habe mir halt gedacht, einer der Flammen muss es ja sein. Hier drin habe ich halt nichts weiter gesehen, deswegen... Ja. So, dann bleibt jetzt noch... das Ding mit der Zeit da über. Ah, mal sehen, ob wir es schaffen. Puh, das wird doof. So, jetzt. What? Warum? Ich weiß jetzt, zählt das so da auch mit drauf, die Zeit? Nein. Alles klar. So. Wie soll ich das schaffen? Hm. Jawohl. Oh. Gerade so. Hier ist ein Hebel. Wir sollten ihn umlegen. So gut, damit haben wir das auch geschafft. Ist aber auch wieder so ein richtig mieses Timing. Man es halt gerade so schaffen kann. Mit voller Geschwindigkeit auch nur. Aber gut, geschafft ist geschafft. So, du liegst ziemlich doof im Weg. Wollte ich nur mal so erwähnen. Einfach mal kurz durch, während ihr kämpft da. Ah, komm. Danke. So. Ah, und da macht sich ein Durchgang auf. Sehr gut. Speichern wir auch nochmal. Und schauen mal, wo uns das herführt.
nach unten. Na dann. Auch wieder K.O.-Typen. Er atmet nicht mehr. Er atmet auch nicht mehr. Okay, wird wahrscheinlich auch nicht mehr atmen. Nein. Ist das leer? Das sieht aus wie ein 3X. Also hier, das sind so ein paar bisschen gelbe. Das sieht irgendwie aus wie 3X. Naja. Ich hoffe mal nicht, dass das was zu bedeuten hat. Und wenn ja, habe ich es zumindest gesehen. So. Ich ignoriere die meisten Monsterkämpfe, fällt mir gerade so auf. Mal gucken. Ja, das ist ein Einzelner, den kann ich mal fertig machen. Rechtschaffenheit und den Segenschnitt. So ein bisschen, was muss man ja machen? Im Sinne von, wir brauchen ja auch ein bisschen Erfahrung. Ansonsten wird das ja gar nichts hier. So 340 ist natürlich nicht viel und wir brauchen recht viel. Im Gegensatz dazu. Ah, naja. So, die atmen alle nicht mehr. Die atmen auch nicht mehr. Ach, sag bloß dreimal. Ich muss jetzt dreimal hier lang. Was hat das zu bedeuten? Ah ja, einfach nur dreimal denselben Weg. Schön. Dann sieht das hier gerade ziemlich nach Kampf aus, deswegen... Pushen wir unsere Magie nochmal hoch. Und schauen uns das mal jetzt an hier. Und du willst ein Anführer sein? Schwächlicher Mensch. Verdammt! Ich habe alles gegeben und doch konnte ich ihm nichts entgegenbringen. Hauptmann Wallace! Hm? Was? Was? Oh, ihr seid hier. Durchaus überraschend. Dantin ist auch hier. Und diese vier dort sind doch die Verbündeten der Dämonen. Verdammt, Dantin. Wir haben euch vertraut, Verräter. Sprecht besser nicht mehr und schont eure Wunden, Hauptmann. Wir werden uns später erklären. Denn jetzt müssen wir zunächst diesen Dämon hier bezwingen. Was sagt ihr da? Wir haben Sand. Ihr wollt mich vernichten? Nun, nach Meister Nemesis Plan sollten das eigentlich die Soldaten Drakos für uns erledigen. Aber letzten Endes seid ihr doch hier. Deswegen werde ich mir die Ehre selbst erteilen, euch in die Hölle zu schicken. Oh yeah, und Kampf gegen Reaper. Mal schauen. So, jetzt fangen wir direkt wieder mit dem Schockpfeil an und der funktioniert, das ist klasse. Dann schauen wir, was die Flammendetonation macht. Nicht allzu viel. Das macht natürlich gut Schaden. Und deswegen stärken wir dich auch gleich. So, euch zwei werde ich mal die Supporterrolle übertragen, sozusagen. Du machst mal eine Selbstsegnung, um ewig viel Schaden machen zu können. Während ihr zwei jetzt einfach mal so draufhaut wieder. So, Segenschnitt. Und... Nebelstoß. Funktioniert nicht. Schockpfeil gerade auch nicht. Was ist... Wow, was war das denn jetzt gerade? Sie ist verflucht. Deswegen würde ich mal sagen, mache ich erstmal die Genesung da drauf. Die nicht wirklich funktioniert. Und sie greift uns an. Merke ich das gerade richtig? Ja. Was zur Hölle? Was ist verflucht? Okay. Okay. Also er verflucht mich erstmal. Ich würde mal sagen, gucken wir uns mal Tracys Lichtstich wieder, weil Lichtschaden und so. Als Verfluchung kann ich damit nicht aufheben.
Gute Frage, was das jetzt mit dieser Verfluchung da auf sich hat. Wollen wir hoffen, dass wir das diesmal besser erledigen können. Denn was ich dagegen setzen kann, weiß ich jetzt nicht. Das ist ein Totenkopf. Vielleicht kann ich es mit Phönix heilen, aber das wäre auch möglich. Komisch. Dass ich es durch Genesung nicht heilen kann, ist schon mal ziemlich mies. Oh, naja. So schwer scheint er nicht zu sein, aber wenn er natürlich so ein Zeug macht, ist das schon um einiges schlechter. Selbstsegnung. Das so angreifen. Das Schockfall machen. Das mal kurz nichts machen. Halt sich mal kurz selber. Das ist ein Segenschnitt. Du machst Stärken. Und du machst einen Schockfall. Schockfall ist einfach klasse. 1500. Segenschnitt. Eispfeile. Eispfeile machen gut Schaden. Ich kann sie auch noch stärken. Machst du jetzt erstmal den größten Supporter? Segenschnitt. Und die Eispfeile hinterher. Dann gibt's hier noch einen Magietrank. Muss dann leuchtende Rechtschaffenheit, die auch ordentlich Schaden macht. Oh ja. Und Schockpfeil und Item. Und zwar das Lebenswasser. So. Du machst nochmal eine Selbstsegnung. Segenschnitt. Item, Magie, Trank. Oh, gut, danke. Schockpfeil. Und Item. Magietrank und sie ist wieder verflucht. Ah, sie tötet sich selber. Hehe. Meister Nemesis hat nicht übertrieben, als er über eure Stärke sprach. Also jetzt wenigstens gleich selber erledigt. Das ist irgendwie ein bisschen praktisch gewesen. Dann würde ich mal sagen, musst du dich mal kurz darum, dass sie wieder lebt. Damit sie jetzt mit der Heilquelle erstmal wieder alle heilen kann. Ach fuck, jetzt habe ich Heilquelle eingesetzt. Ja. Der ist schon nicht schlecht jetzt gerade hier, der Typ. Vor allem, weil er einfach mal meine Leute mit einem Schlag killen kann. Das ist echt mies. So. Heilaura will ich. Jawohl. So, dann darfst du nämlich nochmal kurz den Supermagietrank auf sie verwenden. Press einfach weiter an. Schockpfeil. Rechtschaffenheit. Und weiter auf die MP. Hält halt fast alle, aber gerade die Verfluchung eben nicht. Schauen wir mal, ob das Lebenswasser was funktioniert gegen den Fluch. Nein. Okay, das heißt, das Einzige, was ich dagegen machen kann. Ich kann mich nicht selber angreifen, also das funktioniert auf jeden Fall auch nicht. So. Jetzt ist sie aber K.O. Das heißt, jetzt kann ich erstmal ein bisschen wieder kurz heilen und ich hoffe mal, dass sie jetzt rechtzeitig rankommt. Nein, kommt sie nicht. Lebenswasser auf Erika und du machst bitte die Heilaura. So. Dann bin ich soweit schon mal wieder fit. Und machen jetzt mal hier wieder die Selbstsegnung. Weil ich fast glaube, dass sie einfach mehr am meisten Schaden macht momentan und das deswegen recht sinnvoll ist, mit ihr eher da anzugreifen. So, halt ich mal bitte selber. Machst du den Schockpfeil und die leuchtende Rechtschaffenheit. So. Aus der Blendung einfach, um einiges an Schaden möglichst rauszuhauen.
Magietrank. Stärken von Lia. Wenn ich mit dem Segenschnitt weiter angreift. Eispfeile. Supermagietrank. Und die Selbstsegnung nochmal. So. Segenschnitt. Leuchtende Rechtschaffenheit. Und der Schockpfeil hinterher. Hehe. Okay. Jetzt haben wir es gerade wieder gut im Griff. Zumindest ein bisschen. Oh, und da verflucht sie wieder. Nicht schön. Melina, es ist nicht nett, wenn du verflucht bist. Sage ich dir mal gleich, wie es ist. Und sie haut sie sofort K.O. So, okay, er macht einen. Der Typ killt Marlene selber. Das ist irgendwie praktisch. Dadurch macht sie uns wenigstens nicht so viel Schaden. Und wir haben ihn, jawoll! Puh, Level Up für Rika und Lia, sehr schön. Du bist erledigt, Flachschädel! Oh! Sieht ganz so aus, als gäbe es für mich kein Entkommen. Ja, ganz genau. Schnell, wir müssen ihn töten. Wer weiß, was er vorhat. Einen Augenblick noch. Ihr habt mich besiegt. Ach nee, auch schon bemerkt? Ich war Meister Nemesis immer treu. Ich bin treu, aber nicht blind. Ihr seid zu noch viel mehr fähig, wie mir scheint. Ich bin mit Sicherheit nicht zu blöd, mein Leben einfach so für meinen Meister wegzuwerfen. Da hänge ich nämlich dran, wisst ihr? Was willst du damit sagen? Vor euch gibt es längst keine Gnade mehr. Ich werde meine Brüder und Schwester mitnehmen und mit ihnen auch gleich diese Dunkelheit, die diesen Stützpunkt einnahm. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Los, Angriff! Verdammt! Nicht gleich so aggressiv. Wo steckt er? Wie erwähnt, ich nehme meine Leute und die Dunkelheit wieder mit mir. Es macht keinen Sinn, weiter gegen euch zu kämpfen. Ihr würdet uns doch bloß alle töten. Früher oder später wird sich Meister Nemesis wohl persönlich um euch kümmern müssen. Ich frage mich, wer gewinnen wird. Okay, der haut einfach ab. Auch nicht schlecht. Die Dunkelheit. Meiner Meinung nach hat er tatsächlich sein Wort gehalten. Was ist hier nur los? Das war so mit Absicht. Wieso hat er gegen euch? Ich. Hauptmann. Überanstrengt euch nicht. Ihr seid noch immer sehr schwer verletzt. Was ist hier nur los? Ich werde euch nach draußen begleiten und euch dann in Ruhe alles erklären. Es gibt einige Dinge, die endlich richtig gestellt werden müssen. Du, geh mal aus dem Weg. Blub. Oh Mann. Okay, aber Reaper ist also noch fit an sich. Wir sollten uns auch auf den Weg machen. Interessant. Warte mal, ich speichere erstmal. Und ich denke, ich heile mich auch erstmal. Die ganzen Leute sind natürlich trotzdem tot. Die wachen jetzt nicht einfach wieder auf. Das ist halt die doofe Sache dabei. Außer die, die wir K.O. geschlagen haben, die müssen wieder aufwachen. Aber die, die nicht mehr geatmet haben, die sind wohl verloren. So, einfach nach draußen oder wie? Wir werden sehen. Zumindest wieder alles hell und freundlich. Oh, Tatsache. Die Überlebenden.
Erika und Gefährten, ich möchte mich aufrichtig bei euch entschuldigen. Dantin hat uns alles erzählt. Wir wissen nun, dass ihr nichts mit all dem zu tun hattet. Nemesis und seine Anhänger hatten dies von Anfang an geplant, um euch bei den hier, bei den Dämonen in den Kampf... Nun den Kampf erklärt habt, umzubringen zu lassen. Ich kann immer noch keine passenden Worte für die Entschuldigung finden. Da habe ich irgendwelche Wörter überlesen und dann hat es keinen Sinn mehr ergeben. Die Dämonen allein tragen die Schuld daran. Ihr habt keinen Grund, euch Vorwürfe zu machen. Ich danke euch. Das Kopfgeld, welches Pat auf euch aussetzen ließ, wird dementsprechend natürlich wieder entfernt. Ich kann es kaum glauben, dass sogar er von den Dämonen getäuscht wurde. Ich werde mit einigen Männern wieder zurück nach Draco fahren und die frohe Botschaft verkünden. Euer Kopfgeld ist schneller wieder weg, als es da war. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Der Rest von euch hält hier weiter die Stellung, hier an unserem Stützpunkt. Für den Fall der Fälle müssen wir in Zukunft besser vorbereitet sein. Fangt am besten gleich mit dem Training an. Jawohl, Sir! Jedenfalls, nachdem wir unseren gefallenen Gefährten die letzte Ehre erwiesen haben, gerade Schaufeltöne. Segel setzen. Nächster Halt. Hafen von Draco. Werde ich da jetzt gerade direkt mitgezogen? Nein, werde ich nicht. Gut. Endlich haben wir es geschafft. Dantin, ich möchte dir eine Frage stellen. Was ist los, Erika? Du hast ihnen nicht erzählt, dass Pat in Wirklichkeit Nemesis ist. Habe ich recht? Verstehe. Ist vermutlich auch besser so. Ja, das denke ich auch. Hä? Wieso ist das besser so? Er könnte sie jederzeit wieder reinlegen. Lass uns gehen. Wir haben noch etwas zu erledigen. Ja, wir dürfen hier nicht noch mehr Zeit verschwendieren. Hey, ignoriert mich nicht. Anscheinend schon. So, gut. Dann würde ich aber sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.